Ich habe Führungen gemacht im Schloss Wildegg und einmal in einer Gruppe habe ich erzählen von der Ex-Königin Hortense mit ihrem Sohn Louis. Die waren befreundet hier mit den Effinger. Der Sohn, ein lebensfroher Mensch, hatte auch guten Kontakt mit der Bevölkerung. Und das hat dann schlussendlich einige Schwangerschaft bedeutet. Der Louis ist dann schlussendlich der Kaiser Napoleon III. Geworden. Man sagt sich heutzutage, es gäbe immer noch Nachkommen aus dieser Zeit. Und als ich das so erzählt habe, lacht die Frau in der Gruppe und sagt, ja, da gehöre ich dazu.